Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute in diesem Video wird ja eins gefahren. Ja, ich bin die bis jetzt nur einmal gefahren in Sörens Video. Jetzt kommt der Teil 2. Heute geht's auf die Autobahn. Ich bin mega gespannt. Beim letzten Mal habe ich mich nicht ganz so safe gefühlt, weil ich nicht eine ganze Lederkombi an hatte. Heute ist es aber anders. Ich habe die extra aus dem Keller gekramt. Nach ganz, ganz langer Zeit. Wir werden noch ein bisschen durch die Stadt fahren, um das Bike einfach noch ein bisschen kennenzulernen. Ist sau ungewohnt und ja, ich würde sagen, let's go. So, das allererste, was mir eigentlich schon wieder auffällt bei dem Bike, ist immer noch, dass ich einfach komplett verwirrt bin durch diese ganzen, Umkehrschaltung. Das fängt schon am Bord an. Das ist einfach so verwirrend. Die ganze Zeit denke ich, okay, ich schalte jetzt runter und dann bin ich schon sofort im sechsten Gang irgendwie. Ich stelle mir das auch ein bisschen doof vor, wenn man das noch nicht so gewöhnt ist und ist man zum ersten Mal auf der Rennstrecke mit so einem Bike und dann schaltet man in die völlig falschen Gänge. Ich sehe schon gerade im Rückspiegel, Sören macht einen Wheelie. Ich musste. Hast du den Fahrradfahrer links gesehen, der den Wheelie gemacht hat? Ja. Der hat mich angeguckt, da habe ich ihm gezeigt, das ist gut. Da habe ich auch einen gemacht. Nice. Zeig mal her. Sören ist übrigens, das ist auch das erste Video bei mir, wo man deine neue SMCR sieht. Das erste Video, wo man irgendwo meine Karre sieht. Ja, stimmt. Und ich habe schon eben gesagt, ich finde das neue Design von der SMCR mega, mega schön. Also so ein heftiges Bike, was der immer KTM zaubert, ist verrückt. Was war denn dein erster Eindruck, wo du zum ersten Mal gesehen Eindruck hast? Mein erster Eindruck ist, dass er hinter mir so doll auffährt, dass ich den jetzt ausbremse. Ein bisschen weg, Alter. Das ist unfassbar. Der fährt uns 3 Meter hinterher. Ist vielleicht ein bisschen gefährlich auf dem Motorrad. Wir fahren schon 56. Sorry, dass ich da unterbreche, aber sowas geht. Ich hasse das. Ja, das stimmt. Unnötig. Guck mal, du fährst eine Supersportler und die Leute denken gleich, du musst rasen, weißt du? Das stimmt. Ne, das ist mir schon so oft aufgefallen. Wenn ich mit dem Ding fahre, die Leute wollen an der Ampel Vollgas geben und bla. Das fuckt einfach ab. Und mich selber würde das nicht so kümmern, aber ich habe irgendwie bei dir so einen Beschützerinstinkt. Wenn jemand meiner Freundin so nah auffährt, dann werde ich aggressiv. Also, wo waren wir stehen geblieben? Tut mir leid. Ja, weiß ich nicht mehr. Du hast gesagt, mit der SMCR, die neue SMCR, die sieht man das erste Mal und du hast irgendwas gefragt, weiß ich nicht. Ja, wie dein erster Eindruck war. Genau. Richtig geil. Also, das Bike ist unfassbar nice, macht richtig Spaß und ja, ist einfach geil. Ich finde das geil, geile Gimmicks. Wir haben einen neuen LCD-Display, wir haben eine bessere Federung, wir haben eine bessere Bremse und so weiter. Und das ist halt alles richtig nice. Ne? Und insgesamt auch Design finde ich richtig geil. Wie findest du den Look? Ich finde das mit dem Grau so schön, oder? Ja, ja, habe ich ja gesagt als allererstes, irgendwie, dass mir das Design richtig gut gefällt. Voll. Oh, mag ich. Das Einzige ist halt nur Spiegel und Kennzeichenhalter. Das muss noch ausgewechselt werden und der Blauwall hier. Aber das ist ja Standard so, ja, ne? Genau. Aber wäre die jetzt schon perfekt, wäre es ja auch langweilig. Da könnte man gar nichts mehr selber so richtig dran machen, schön, oder? Voll, voll. Aber man muss sagen, für ein Standardbike ist die echt brutal geil. Vorsicht, der fährt einem jetzt voll im Weg. Was ist denn heute los, sag mal? Mann. So, aber ich muss sagen, erstmal jetzt mal zurück zu der Supersportler. Das ist ja ein Supersportler-Video. erstmal so. Trotzdem, wenn man jetzt hier schaltet und so weiter, ich vergesse immer wieder, dass die Quickshifter hat. Ich war in meiner ja auch. Quickshifter bloß hoch und runter. Ja, und lässt sich. Ich vergesse es auch immer. Lässt sich super schön fahren. Also, Hammer. Und ich schalte jetzt mal hoch. Ja, da ist er schon wieder. Jetzt rast er hier lang, ganz hier rechts. Ist, guck mal, hier ist 50. Wie schnell fährt er? 100 oder so? Die Leute sind echt wahnsinnig teilweise, oder? Ja, 60 war ja, glaube ich, ja, aber trotzdem ist es extrem. 60. So. Jetzt guck mal, ich schalte jetzt mal hoch. Ich merke gar nichts. Ich merke einfach gar nichts. Das ist krass, ne? Das ist so ein schöner Übergang. Das ist echt verrückt. So, jetzt hier 100. Kann man schon mal ein bisschen mehr fahren. Es ist ganz schön kalt und windig, jetzt muss ich doch sagen. Ja, vor allem, was soll ich sagen? Du hast ja schön ein schönes Windschild. Du musst mal vorfahren, damit ich dich mal ein bisschen filmen kann. Stimmt, stimmt. Boah, die Hügel, die schmeißen einen hier hoch auf der Straße. Ja. Boah! Guck mal jetzt hier, ich fühle mich auch schon so sportlich. Von hinten sieht das Ding auch so gut aus. Einfach richtig schön. Du musst nur daran erinnern, die Kopfhörer zu halten. Es ist krass. Nichts. Ja, mache ich schon die ganze Zeit. Es ist echt krass. Ich merke das richtig, wie windgeschützt ich dahinter bin. Komm mal von der Seite. Fahr mal von der Seite. Müssen wir rechts hoch oder fahren wir gerade? Nee, wir fahren gerade
fühlt sich gut an, also wirklich. Ich muss auch sagen, ich glaube, es ist so krass, wenn ich jetzt Gas gebe. Ich bin jetzt schon bei 110, das geht so schnell. Das ist echt krass, ne? Ey, das ist, ich will gar nicht wissen. Ich bin jetzt hier im vierten Gang. Ich schalte mal runter. Im dritten. Wird es ja schon ein bisschen lauter. 140! Wie schnell geht das bitte? Fahren wir hier rechts weiter, oder? Nein, nein, links. Okay. Boah, das ist brutal, das Teil, Alter! Komm noch mal, überhol mich mal links hier. Boah, 150. Aber, boah, ist das gruselig. Hörst du jetzt mal den schönen Sound? Das ist das, was du letztes Mal nicht hören konntest, weil du die Umdrehung nicht hattest. Schalt mal in den ersten Gang und gib mal Gas. Es ist Anti-Wheelie drin, du brauchst dir keine Sorgen machen. Gib halt nicht Vollgas, aber schalt mal in den ersten Gang und gib dann mal Gas. Das, dieser Sound ist einfach wunderschön. Boah, ich finde das gerade so gruselig irgendwie, wie schnell ich einfach bei 150 bin, ohne es zu merken. Ich nehme einmal kurz Gas, bin bei 150. Das ist krass, ne? Okay, warte. Jetzt bin ich im ersten. Im ersten meinst du? Ja. Und dann hör, wie schön. Ja, da kommt sie, da kommt sie. Ist geil, ne? Boah, ist das brutal. Das ist so brutal. Oh, ist das, weißt du, was komisch ist? Was denn? Ich hab, also ich finde wirklich schon mal, dass mich, eigentlich habe ich schon immer gesagt, dass mich Geschwindigkeit gar nicht reizt. Aber so bis 150 ist es mega geil. Ja, oder? Übel. Ja, das sieht so gut aus, du auf dem Teil mit Kombi und so, mit dem Rot. Das passt so gut. Ich glaube, wenn ich 200 fahren würde, würde ich das gar nicht richtig mehr, also doch schon merken, aber es würde so schnell gehen. Wir sind jetzt tatsächlich auf der unbegrenzten Autobahn. Hier wird es auch dreispurig, das heißt, man kann schön Gas geben. Annika, ich bin mal richtig gespannt. Soll ich ein bisschen vorfahren? Ich kann ja nicht so schnell fahren. Ja, ein bisschen vor und ich muss ja ganz links fahren auch gleich. So! Boah, ich bin ein bisschen aufgeregt. Jetzt probiere ich gleich mal die Karre auf 200 zu bekommen. Also safe. Aber ob ich das mache? Okay. Hinter mir ist ein Auto da, von da zu mir noch überholen. Hä? Boah, ist das windig, Alter. Langsam. Das windig hier. Guck mal, wie schön es hier frei ist. Oh, jetzt ist es frei. Spur. Das Auto muss aber verschwinden. Ja, du lässt es ja überholen. Okay, Leute, 130 auf die GoPro, die passt die Einstellung. Jetzt hat. Wie hat sich das angefühlt? Ja, es ging eigentlich tatsächlich. Sag ich doch, oder? Nochmal? Ja. Ich hätte echt gedacht, das wäre irgendwie ekliger. Oh Gott, aber mein Hals hat schon halb Krampf, weil ich mal nach oben gucken muss. So, ich fahre 150, schneller fahre ich mit dem Teil nicht. Jetzt gib mal Stopp, Anniko. Das ist so krass. Erster Gang. Und dann Vollgas. Bis Begrenzer und dann hochschalten. Ja, nochmal. Wie das geknallt hat. Wow.
geil. Das ist absolut Hammer. Krass, Alter. Ich dachte, sie bin ein bisschen... Junge! Boah, ist das eklig. Ich habe mich übelst eklig überholt. Ich hätte mich ja so eklig überholt. Nein, er hat ganz normal überholt. Der war auf der linken Spur. Boah. Okay, lass hier runter. Komm wieder auf die rechte Spur, wenn du nicht so schnell fährst. Oh ja. Junge, aber ich hätte nicht gedacht, dass es sofort passiert. Ich dachte, ich muss dich ein bisschen überreden. Du so aber sofort. Weißt du warum? Weil wirklich freie Straßen waren. Ja. Das hat mir selber nochmal Vertrauen gegeben. Boah, komm, fahren wir hier mal runter. Für mich ist mit der SMCRS-Autobahn nichts. Also, nee. Vorsicht, jetzt nicht zu schnell fahren, Annika. Man unterschätzt das immer. Hier ist es auch ein bisschen feucht. Warum ist es hier feucht? Hat es hier geregnet? Das ist der Tau. Boah, krass, ey. Wie weit sind wir denn jetzt hier weggefahren? Weiß ich nicht. Also du bist sehr schnell gefahren, deswegen wahrscheinlich sehr weit. Oh Gott. So, das war's mit dem Video. Es war einfach eine mega Erfahrung für mich. Ich habe immer gedacht irgendwie, dass ich 200 ganz anders anfühle, dass man da schon gefühlt einen Tunnelblick hat. Aber eigentlich, wenn man dann 200 erreicht hat, geht's noch. Es fühlt sich jetzt nicht so extrem eklig an. Ich glaube, das ist so ähnlich wie mit einem Auto, dass wenn man jetzt in einem Lamborghini zum Beispiel sitzt, fühlen sich 200 nicht so an, als wenn man das jetzt in einem, weiß ich nicht, Auto fährt. In einem, was fährt denn 200? In meinem alten VW halt. Das ist nochmal was ganz anderes irgendwie, glaube ich. Und ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wer von euch schon so eine Erfahrung gemacht hat oder wie schnell ihr gefahren seid. Also für mich wirklich, wie gesagt, 200 ist für mich persönlich die Grenze. Weiter will ich gar, schneller will ich gar nicht fahren. Und muss ich auch nicht, es reizt mich auch nicht. Lasst gern ein Abo da, lasst gern ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!